Du bist auf dem Kanal Bohle und Reisen. Und ich bin natürlich Bohle. Und Reisen ist ein deutsches Verb, das Reisen bedeutet. In diesem Kanal geht es um Reisen. Diesmal ist das Ziel Athen. Wie immer versuche ich, so günstig wie möglich vorbeizukommen und alles auf dem Weg aufzuzeichnen und zu erklären. Wie kommt man vom Flughafen in die Innenstadt? Wie kommt man zu den Sehenswürdigkeiten? Wie benutzt man die öffentlichen Verkehrsmittel? Wie bucht man ein Hotel? Und wie benutzt man ein Taxi? Wenn Sie erschwingliche Reisen mögen, sollten Sie in Betracht ziehen, genau zu folgen, denn auf meinem Kanal gibt es noch mehr. Ich bin von Belgrad aus geflogen und bin mit der griechischen Firma Aegean geflogen. Obwohl es nur zwei Schalter gab, wurde ich gefragt, ob ich etwas zu überprüfen hätte. Ich sagte nein und ich werde gleich erklären, warum. Der Flug war pünktlich und dieser Flug ist um 9:25 Uhr. Ich war im griechischen Aegean und von ihrer Stadt aus gibt es sicherlich andere Möglichkeiten. Ich habe meine Stadt verlassen und dieser Flug kommt um die Mittagszeit an, was in Ordnung ist. Aber der Preis gefiel mir nicht. Dann fiel mir ein, warum sollte ich das, was ich aus Versehen tat, nicht tun? Diesmal absichtlich. Also suchte ich nach Ägäisflügen mit Zwischenstopp in Athen. Ich habe verschiedene griechische Destinationen ausprobiert. Zum Beispiel Belgrad-Ioannina für 100 Euro und Belgrad-Santorini für 77 Euro auf beiden Flügen mit Zwischenstopp in Athen. Ich habe für diesen Flug 75 Euro mit Zwischenstopp in Athen und der Absicht, keinen Flug nach Santorini anzutreten, bezahlt. Hier gilt die Regel. Je länger der Stillstand, desto niedriger der Preis. Ich hatte einen 11-stündigen Zwischenstopp und deshalb war der Preis günstig. Mein Plan war es jedoch, Athen einfach vom Flughafen aus zu verlassen. Jetzt ist klar, warum ich den Koffer nicht eingecheckt habe, denn wenn ich das getan hätte, wäre der Koffer in Santorini gelandet und dann hätte ich ein Problem. Von Essen und Trinken, das nicht bezahlt wird, bekam ich auf diesem Flug ein Sandwich, zwei Alkoholtücher. Und auch ein KitKat ist für einen so kurzen Flug genau das Richtige. Der Transfer nach der Landung war ein Bus. Ich persönlich mag diese Art des Transfers nicht, weil es extrem lange dauert. Anstatt zum Transferschalter zu gehen, ging ich zur Passkontrolle und dann zum Ausgang. Es ist schön zu wissen, dass ich einen Algorithmus überlistet habe. Rate dir nicht, das zu tun, was ich getan habe. Wenn Sie sich dafür entscheiden, tun Sie es alleine. Dies wird als Sideplagging bezeichnet und es geht darum, dass ein Passagier ein Ticket mit einem Zwischenstopp kauft, bei dem der Flughafen, an dem er interveniert, ein reales und beabsichtigtes Ziel ist. Sagen Sie niemals Sideplag zu irgendjemandem, vor allem nicht zu der Fluggesellschaft. Es funktioniert nur in eine Richtung. Sie können kein Rückflugticket kaufen. Sie können den Koffer nicht aufgeben, weil er ohne Sie bis zum endgültigen Ziel weitergeht. Da heißt Punkt C. Die Frage ist, ist das legal? Bisher gibt es kein Gesetz dagegen. Kann ich Probleme haben, wenn ich das tue? Nun, die Antwort ist vielleicht. Die Frage ist, kann die Fluggesellschaft mich ihre Flugzeuge fliegen lassen? Nun, das kann es nicht. Der Flughafen ist weit vom Stadtzentrum entfernt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Innenstadt zu kommen, zum Beispiel mit dem Taxi. Ich habe in der Uber-App und in der FreeNow-App nachgesehen, wie viel es kostet. Der Preis liegt bei ca. 45 Euro. Und ja, in beiden Fällen kommt ein Taxi, egal ob ich auf Uber oder FreeNow geklickt habe. In beiden Fällen kommt ein Taxi. Natürlich gibt es auch öffentliche Verkehrsmittel. Ich beschloss, die U-Bahn zu nehmen.
Er geht über die Straße und dann die Treppe hinauf. Diese Treppe hinauf. Es ist wichtig, auf der rechten Seite zu stehen, denn es gibt diejenigen, die sich beeilen. Und dann betreten sie diese Treppe und laufen auf der linken Seite. Ich habe das Ticket am Automaten gekauft, ich habe es auf Englisch übertragen und den Flughafen Athen und zurückgekauft. 3 Tage und der Preis beträgt 20 Euro. Es kann mit Zahlungskarten und Bargeld bezahlt werden. Wichtig ist, dass dieses Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel gültig ist, einschließlich des Transports vom Flughafen und zurück zum Flughafen. Ich fuhr mit dieser U-Bahn zum Syntagma-Platz. Wo ich zum anderen überging, es ist ein Rot. Wir waren 2 Haltestellen zum Omonia-Platz, in dessen Nähe sich mein Hotel befand. Da ich das Hotel umgebaut habe, wird es mehr im Segment des Hotels zu sagen sein. Es ist wichtig, nicht zu viel auf GPS zu lassen, denn wenn der Zug unterirdisch fährt, funktioniert er nicht. Sie müssen sich mehr auf die Karte verlassen. Jede Station wird in mehreren Sprachen angesagt. In dieser U-Bahn vom Flughafen ist Platz für einen Koffer. Als ich zum Omonia-Platz ging, ich auf das Tiara-Hotel zu. Dann die Straße runter, wie mir Google Maps zeigte, und das dritte auf der rechten Seite war mein Hotel. Bevor wir unsere Tour durch Athen beginnen, sollte ich noch ein paar Worte zum Stadtverkehr sagen. Außerdem werde ich darüber sprechen, welche U-Bahn zu welcher Attraktion fährt, an welcher Station man aussteigen muss. Und ich werde auch darüber sprechen, wie man von der Station kommt, der ich am nächsten war, nämlich Omonia. Die Karte, die Sie haben, wird überall verifiziert. Es gibt Barrieren, es gibt keine Barrieren. In der U-Bahn, im Bus, in der Straßenbahn. Wenn möglich, überprüfen Sie die Karte. Wenn es keine Schranke am Eingang gibt und Sie das Ticket nicht überprüfen, können Sie die Ziegenschranke beim Verlassen nicht passieren und umgekehrt. Diese Karten sind überall und hier ist die Regel. Die Regel ist von unten nach oben. Die U-Bahn fährt in Richtung dieser Bergstation. Irgendwo gibt es eine interaktive Karte, irgendwo gibt es keine Karte. Es ist wichtig, den nächsten Sender zu überprüfen und über den Lautsprecher zu hören, ob es der richtige ist. Als Bestätigung sind Sie auf dem richtigen Weg. Auch wenn man in die falsche Richtung fährt, nichts. Einfach an der nächsten Haltestelle aussteigen und die Seite wechseln. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, auch mit meiner Erfahrung. Ruderzeiten sind mir passiert, in die falsche Richtung zu gehen, auszusteigen, zurückzukommen. Natürlich bin ich sofort zur Akropolis gefahren. Da fährt die rote Metro. Von meiner Station aus 3 Stationen. Und vom Syntagma aus steigt man einfach an einer Station namens Akropolis aus. Sobald du aussteigst, gehst du vom Bahnhof geradeaus, dann nach links in Richtung Akropolis. Der Auftrag ist groß und das Interesse enorm. Irgendwann kam jedoch eine Person vorbei, die schrie, ob jemand Bargeld bezahle. Ein paar von uns haben geantwortet und das ist die Zeile, die Sie jetzt sehen. Also, die rechte Reihe war für das Bezahlen mit Karte und irgendwie anders und die linke Reihe war für diejenigen, die bar bezahlen und wir waren nur 10. Ich habe ein Kombi-Ticket gekauft, das ein paar mehr Sehenswürdigkeiten beinhaltet und ein Ticket für nur eine Akropolis kostet 20 Euro. Und die Orientierungspunkte, die in diesem Moment auf dieser Karte standen, wurden Teil meines Plans. Dieses Ticket kostet 30 Euro und wenn das Tor passiert ist, beginnt der Aufstieg. Hier gibt es alles und jedes zu sehen. Ich werde nur ein paar Dinge zeigen. Wenn jemand müde vom Klettern wird, gibt es Platz, um sich auf die Bank zu setzen und sich mit dem obligatorischen Kuscheln der Katze auszuruhen. Hier ist es wirklich ratsam, Ihre Getränke mitzubringen. Denn auf dem Weg dorthin steigen Sie auf die Akropolis bis ganz nach oben, keine Cafeteria vorhanden. Natürliche Akropolis, auf Griechisch bedeutet Stadt auf einem Hügel, Arkos Gipfel und Polis Stadt.
Dies gilt als heiliger Ort und ist selbstverständlich geweiht. Die Göttin Athene. In der Helligkeit befinden sich Maitone-Werke der klassischen griechischen Architektur, die im 5. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit des Perikles, erbaut wurden. Ganz oben gibt es nur eine Toilette und ein Gerät, wo man Wasser kaufen kann, was einen Euro kostet, wenn ich richtig gesehen habe. Was Selfies betrifft, so gibt es unzählige davon, die man fotografieren kann, zum Beispiel von diesem Aussichtspunkt. Und man kann ein Foto von der Stadt Athen selbst oder ein Selfie mit dem Wächter von Athen machen. Nun, ich war 2 Stunden hier, als ich herauskam, sah ich, dass die Ordnung noch größer war. Zum Glück kam ich etwas früher. Und natürlich befindet sich in unmittelbarer Nähe das Akropolis Museum. Das wollte ich auch sehen, aber die Schlange war auch lang und extrem langsam hinein. Also gab ich auf. Ich musste in der Schlange warten, weil mein Kombi-Ticket von 30 Euro nicht für den Eintritt in das Akropolis Museum gültig war. Also habe ich nur das fotografiert, was von außen sichtbar war. Ich wusste, dass Hadrians Bogen in der Nähe von Akropolis war, also machte ich mich auf den Weg dorthin. Er ist nur auf der rechten Seite. Diese Straße runter, also rechts von der Akropolis und rechts von dieser U-Bahn-Station. Natürlich gibt es eine Vielzahl von organisierten Touren. Überqueren Sie die Straße. Dieses Wahrzeichen ist dem römischen Kaiser Hadrian gewidmet. Für ihn ist es von Bedeutung, außer dass er ein römischer Kaiser war. Er wurde einmal Bürger von Athen, ein Bürger. Meine persönliche Vermutung ist, dass er ein athenischer Schwiegersohn war. Woher kommst du? Woher kommt deine Frau? Dahinter verbirgt sich ein Nationalgarten, der besichtigt werden kann. Ich habe gemerkt, dass sich viele Touristen dafür interessieren, also bin ich auch dorthin gegangen. Die Einkaufsstraße und das griechische Technikmuseum in der Nähe des Syntagma-Platzes sind sehenswert. Eine Station entfernt von der Akropolis mit der roten U-Bahn. Oder 2 Stationen? Von Omonia aus ging ich von der Akropolis und wie Sie auf dieser Karte sehen können, würde ich mich irren, Sie würden in die entgegengesetzte Richtung gehen, also ging ich zu einer anderen. Dieser Platz ist beliebt. Es wird von einer großen Anzahl von Menschen besucht. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um mir die Einkaufsstraße anzusehen. Auf der anderen Seite der Straße, neben McDonald's. Diese Damen haben mir ehrlich gesagt Angst gemacht, als ich vorbeikam. Am Ende dieser Straße befindet sich eine Kirche, in der die Menschen wahrscheinlich beten können, dass das Geld, das sie in der Einkaufsstraße ausgegeben haben, nicht etwa für Medikamente benötigt wird. Hier bitte ich um 10 Euro, denn ein nettes Ehepaar hat mich gebeten, ein Foto von ihnen unter der Kirche zu machen. Normalerweise, wenn mich so Paare alleine sehen, dann geben sie mir ein Handy, um Fotos von ihnen zu machen. Ich sage 10 Euro oder dass meine Handys Fotos von mir machen. Ich mache Fotos von Ihnen, bewahre Ihr Handy in meiner Tasche auf und Sie machen Fotos von mir auf meinem Handy und dann gebe ich Ihnen mein Handy zurück. Also gebe ich immer die Wahl zwischen 10 Euro oder Sie machen ein Foto von mir. Ich erreichte es mit der grünen U-Bahn, fuhr 2 Stationen und stieg mit dem Dampfer Tisio aus. Und Sie können auch nach Omonia fahren und dann die grüne U-Bahn bis zur Station Tisio nehmen. Auch die Busse 25 und 26 fahren hier und steigen mit der Tisio wieder aus.
Ich ging auf die Tisio hinaus, ging in Richtung dieser Tavernen, dann nach rechts. Ich ging an dieser Promenade vorbei, vorbei an diesen Cafés und auf der rechten Seite sah ich den Eingang. Ich glaube, der Eintritt kostet 10 Euro, wenn man ein Einzelticket kauft. Und das war in meinem 30-Euro-Ticket enthalten, das ich auf der Akropolis gekauft habe. Also wartete ich nicht auf diese Linie, sondern ging nach links, zeigte die Karte und sie scannten sie. Die Agora von Athen oder Athisen Kagora ist ein archäologischer Ort mit einer Fülle von Denkmälern aus Ruinen aus verschiedenen Epochen. Natürlich werde ich hier nicht alle Objekte zeigen, die man gesehen haben muss, aber ich kann sagen, dass es insgesamt 20 sind. Und das Wichtigste ist das Stehen. Attalos und der Tempel der Hephaasus. Dieses Gebäude hat auch ein eigenes Museum und die Regel ist, nichts anzufassen und zu begrapschen. Man kann viel über Demokratie lernen. Als ich das sah, ging ich mit der Absicht hinaus, zur U-Bahn-Station zurückzukehren, aber ich sah das Schild zum Karamaikos-Museum. Da es in meiner Kombikarte enthalten war, ging ich in diese Richtung. Von dieser U-Bahn-Station durch diese Straße, in der sich der Kader befindet, das heißt nach links. Das Museum beherbergt Ausgrabungen und beherbergt viele wichtige Werke der frühen geometrischen Kunst aus dem Jahr 860 vor Christus. Diese Kombikarte hat sich für mich bereits ausgezahlt. Das Aristoteles-Gymnasium wird mit den Bussen 203, 236 und 204 angefahren. Und ich kam mit dem Bus 815, weil er meinem Hotel am nächsten lag. Alle diese Linien sollten zum Byzantinischen Museum gebracht werden. Gehen Sie dann in die entgegengesetzte Richtung zur Kreuzung und auf der linken Seite befindet sich das Aristoteles-Gymnasium. Das war auch in meiner Kombikarte enthalten und ich bin einfach reingegangen, ohne eine Schlange zu warten. Es kann eingesehen werden und es wird etwas bezahlt. Der Unterschied zu anderen Attraktionen im Aristoteles ist ein Café. Der Mann wusste, was richtig war. Als ich ging, machte ich mich auf den Weg zur U-Bahn-Station Uphill, um mir etwas anderes anzusehen. Aber ich stieß auf ein Kriegsmuseum. Am ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei, ansonsten ist er kostenpflichtig. Als ich all diese Waffen sah, dachte ich, was die Leute nicht alles erfunden haben, um sich gegenseitig zu töten. Und ich habe hier aus Respekt keine Selfies gemacht. Hin und wieder erklärten sie mir, was war. Und manchmal erklärte ich ihnen, was war. Der Monastiraki-Platz wird mit einem blauen Zähler erreicht und steigt logischerweise an der Station Monastiriaki ab. In der Nähe der Haltestelle ist der Platz gleichen Namens. Die erste Straße auf der rechten Seite ist der berühmte Flohmarkt. Hier gibt es viel zu sehen und auch zu shoppen. Straße rechts vom Flohmarkt. Er führt zu Hadrian in der Bibliothek. Das war in meiner Kombikarte enthalten. Ich ging einfach nach links, übersprang die Linie und wir überflogen die Karte. Dies war die größte Bibliothek zur Zeit ihrer Erbauung. Er repräsentiert die Vision der Stadt. Die römische Agora war in meiner Karte verzeichnet und ich sah, dass sie nur eine Minute von der Bibliothek entfernt war. Also machte ich mich auf den Weg dorthin.
Der Bau wurde von Kaiser Augustus bezahlt. Soweit ich das beurteilen kann, wurden hier politische Reden gehalten und es gab einen Ort der politischen Versammlung. Mit anderen Worten, auch hier gab es leere politische Wahlversprechen. Mein Ticket beinhaltete eine Tour durch den Olymp, aber ich bin aus irgendeinem Grund nicht gegangen. Mit der Hotelreservierung habe ich nicht wirklich viel gefeiert. Ich habe nach der Landung in Athen gebucht, also vor Ort. Ich notierte die Hotelliste. Dies ist ein Video von vorhin und Sie können sehen, dass es billigere Hotels gibt. Aber einige sind nicht in der Innenstadt. Ich hinterlasse eine Liste von Hotels, die sich im Stadtzentrum befinden. Und auch einen Link zu dem Hotel, in dem ich war. Das einzige, das kostenlos und zu einem anständigen Preis war, war das Marina Hotel. Im Zentrum der Stadt in der Nähe von Omonia Sklera. Und das ist der Preis für zwei Personen, obwohl ich einer war, musste ich für zwei Personen bezahlen. Der Raum ist klassisch, er öffnet sich auf der Karte, man geht hinein und die gleiche Karte wird hineingelegt, um Strom zu bekommen, so klassisch. Die Toilette war sehr gut, ich habe zwei Gläser bekommen. Der Föhn funktioniert, aber er muss gezogen werden und dann funktioniert er. Hier gibt es einen Rasiereranhänger. Flüssigseife ist 3 in einem, das heißt Kopf, Beine, Körper und mehr. Die Dusche war sehr groß, es gab immer heißes Wasser. Ich habe zwei Betten bekommen, weil dieses Zimmer für zwei Personen war. Ich habe nicht einmal den Fernseher eingeschaltet. Die Aussicht war nicht viel. Und für dieses Geld habe ich nicht einmal erwartet, einen Blick auf die Akropolis zu haben. Ich hatte auch einen Kühlschrank, in dem ich die Getränke, die ich kaufte, einfrieren konnte. Um elektronische Geräte aufzuladen, muss dieses Übernatürliche bewegt werden. Das Frühstück war sehr gut, es war alles da. Was Sie hier sehen können, Oliven, Brot, Gemüse, süße Kombinationen, Salami, Kaschkawal, Käse, flüssiger Joghurt, Eier und sogar ein Dessert. Kohlensäurehaltige Säfte. Und eine Maschine, die nur Kaffee und heißes Wasser ausstößt. Und das ist eine Getränkemaschine. Das Frühstück war in Ordnung. In diesem Hotel sind die meisten Nachtgesichter italienischer Nationalität. Und sie sind ein ausgezeichneter Wecker am Morgen. Als sie das Zimmer verließen, dachte ich manchmal, dass sie streiten würden, aber als ich herauskam, merkte ich, dass sie nur redeten. Abends bestellen sie Pizza und besetzen den Speisesaal und singen dann sogar, und ich muss sagen, sie haben wunderschön gesungen. Das Hotel befand sich Berichten zufolge in einer sehr schlechten Gegend. Jede Straße ist so. Alle Hotels im Stadtzentrum befinden sich in diesen Straßen und das ist immer so. Ich würde kein hartes Wort verwenden, aber ich würde sagen, weniger glückliche Menschen. Aber sie berühren niemanden. Ich kam nachts zurück und tagsüber und früh am Morgen hatte ich wirklich keine Probleme. Ich fühlte mich auch nicht unsicher und das war nicht die Schuld des Hotels, sondern der Stadtbehörden. Auf dem Omonia-Platz, wo ich Pizza kaufen konnte, Sandwich. Und für eine ernsthaftere Mahlzeit ging ich ins Balkania Café. Als sie mein Hotel verließen, verließen sie die Straße. Zum Hotel Lido. In Richtung Hauptstraße.
und dann links in Richtung Verkehr. Und die Straße hinunter auf der rechten Seite ist ein Café auf dem Balkan, in dem ich zu Mittag oder zu Abend gegessen habe und manchmal gab es viel. Abendessen mit romantischer Musik. Es war Zeit für den Rückweg und ich beschloss, nicht mit der Metro zum Syntagma-Platz zu fahren, sondern ein Taxi zu nehmen. Der Preis lag bei ca. 4 Euro. Wegweiser für die U-Bahn sind üblich, nur zu folgen. Oder einfach Leuten mit Taschen folgen. Überall gibt es einen Wegweiser. Es kam die U-Bahn, mit der ich sicher bis zum Flughafen fahren würde. Aus irgendeinem Grund sind auf dieser Linie Masken erforderlich. 4 Stationen vor dem Flughafen sollen die letzte Station gewesen sein. Ich war verwirrt. Und der nächste Zug fuhr in 27 Minuten. Mein Problem war, dass gegen 12:30 meine ÖPNV-Karte abläuft. Und wenn es aus dieser Station herauskommt, gibt es einen Taxistand, an dem Sie ein Taxi zum Flughafen nehmen können. Und nach meinen Bewerbungen lag der Preis bei 28 Euro. Sie würden nicht viel sparen, wenn Sie hierher kämen und ein Taxi nehmen würden. Aber wer eilt und sieht, dass er nicht dorthin kommt? Nach 20 Minuten kam er zum Flughafen. Ich bin vom Flughafen in die Stadt und ich konnte nicht hierher zurückkommen. Ich weiß wirklich nicht. Wenn es jemand weiß, lasst es mich wissen. Unterwegs hatten wir eine Party, eine Melodie und das Lied kostete 1 Euro. Also beschloss ich, eine Kalinka zu bestellen. Aber nur ich sang, während andere den Text nicht zu kennen schienen. Ich kam nur wenige Minuten vor Ablauf der Karte an, diese langen Treppen, und dann gibt es Router, wo welche Firma landet. Ich hakte nach und kam bald an dem Terminal an, an dem ich sein sollte. Und wie Sie an dem beigefügten Tag sehen können, bin ich mit Air Serbia geflogen und der Flug war um 16 und 20 Uhr. Im Gegensatz zu einigen langen Flughäfen gibt es hier auch nach der Passkontrolle viele kostenlose Geschäfte. Natürlich schaue ich mir wie immer nur das an, was mit einem Rabatt ist, also auf die Aktion. Dieses Parfüm kostete 20 Euro. Ich schaute mir an, wie sehr sich die gleichen Kosten in meiner Stadt auszahlten und kaufte es. Feta-Käse habe ich auch den Preis genommen. Er war nicht billig, aber ich rechnete damit, dass ich diese Qualität zu Hause nicht bekommen könnte. Der ganze Flughafen sieht eher aus wie ein Einkaufszentrum als wie ein Flughafen. Ich merkte, dass die Zeit knapp wurde und machte mich auf den Weg zu meinem Gate. Aufgrund von starkem Regen und Wind hatten die meisten Flüge Verspätung, einige wurden sogar gestrichen, aber nicht dieses. Es war ein bisschen spät, nichts Schlimmes, und der Start war etwa 25 Minuten später. Ich habe einen Priority-Sitzplatz bekommen, auf dem es natürlich mehr Beinfreiheit gibt. Und das ist ein Platz ganz vorne. Während des Fluges von Essen und Trinken, das nicht bezahlt wird, bekam ich nur Chips und ein wenig Wasser.
Ich arbeite an einem Lebenslauf für zwei Personen, weil ich ein Zwei-Personen-Hotel bin. Meine Ausgaben: 75 in die eine Richtung und 39 in die andere Richtung. 14 pro Person oder 228 für zwei Personen. Das Hotel kostet 122 Euro. Zwei Fahrkarten für 20 Euro für den öffentlichen Nahverkehr und 31 Kombi-Tickets. In einem Museum wären das weitere 20. Und ich mache 30 und das Essen etwa 40. Das wäre so viel wie die Ausgaben, die ich hatte. 520 Euro insgesamt, 260 Euro pro Person. Wenn du es bis zum Ende geschafft hast und dir dieses ganze Video von mir angeschaut hast, solltest du mir unbedingt folgen. Viel Glück und gute Arbeit und gute Reise!